So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Closed Beta. Wir haben gerade gestern den Bösewicht kennengelernt. Und der hat mit seiner Crew ein paar von meinen Leuten, also vier waren es, glaube ich, kaputt gehauen. erschossen. So, und genau, jetzt ich find's schade, dass meine jetzt nichts dazu gesagt hat. Also ja, wäre cool gewesen. Ich habe gesehen, dass manchmal die Aufnahme gestockt hat. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Das ist halt jetzt noch die Closed Beta. Und das ist alles noch nicht optimiert. Also würde ich mal behaupten, weil das andere, also Wildlands, läuft eigentlich flüssig, soweit ich das mitbekommen habe. Und ja, genau, ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Genau, wir haben letzte Runde, also beim Anfang. Ah, seht mal, also jetzt haben wir sogar Verbände an unseren Armen. Das waren. Bei den Verbünden war es noch nicht so. Genau, wir haben hier einen kleinen Abschnitt gemacht, weil ich gesehen habe, dass hier ein paar Bösewichte sind. Es hat sich herausgestellt, dass wir hier sowieso hingemusst hätten. Deswegen, ja, haben wir hier schon alles aufgeräumt und haben hier den Sniper gefunden. So, und dann untersuche ich mal. Mayday, Mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 5x5, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. This ghost still breathing? Ghost Lead, you can chase the White Rabbit. Or run with the Red Queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost Lead out. Können wir der Person trauen? Es war ja klar, dass wir an denen vorbei müssen. Aber das bekommen wir hin. Das ist nicht schwer. Wir sind Ghost. Wir sind ein fucking Ghost. Das heißt, sie werden uns nie kommen. Ja, zufällig jetzt spreaden die aus. Oh, ist gut für uns. Ist gut für uns. So, ich bin mal sehr gespannt, ob wir noch Befreundete bekommen. Weil an sich ist es ja immer so, dass man ein Viererteam oder Vierergespann rumscharwenzelt. Cool, dass die fette Waffe nicht sehen, die hier rausschaut. Apropos. Just keep a lookout. We gotta make sure they're all dead. This is a big place. Anyone could hit themselves somewhere. Ja, ganz genau. I don't think anyone survived. I got nothing so far. Whoa! Got them! Ja, die standen zu nah zusammen. Na, schade. So, Fähigkeitspunkt. Da werden wir doch mal schauen. So, genau, jetzt können wir. Aha, jetzt hat man muss einfach mal schauen. Gut, hier ist. Grüßen Sie hier einen Vorteil aus. Was? Nachladetempo ist natürlich super. Mobilität. Hier Nachtsicht.
Das ist natürlich, also Nachtsicht ist bei dem Spiel auch sehr wichtig. Aber ich würde zuerst die ja, EP-Bonus machen. Genau so, jetzt halt. Weil nämlich mit EP-Bonus, das ist einfach am Anfang, dann Alter. Da steigt man viel, viel schneller auf. So, Waffen. Nochmal nachladen und genau, Schaden von Pistolen. Dann Munitionsmenge. Teile von zerlegten Waffen. Oh, das ist natürlich auch nice. Und Packesel. Munitionsmenge. Okay. Dann Aufklärer. Wärmebild. Das ist die Drohne. Ressourcen entdecken und Sensorgranate. Genau, Sensorgranate ist das halt vom Scharfschützen quasi. Der hat eigentlich die normal, oder? Abgeschossenes Gerät. Markiert Gegner in einen großen. Abgeschossenes Gerät. Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Gut, backen. Erstellen Sie im Biwak fortgehende Ration her. Dann unermüdlich. Bewegungstempo. Ausdauer. Dann Tarnung. Oh, das ist geil. Automatische Markierung. Oh, das nehme ich. Dann Simultanschussdrohne. Das ist natürlich auch geil. Ferngesteuerter Killer. Okay. Sensor-Hack. Was macht er? Schaden an Drohnen, Drohnenumgehung. Das ist natürlich auch wichtig. Tarnung schwerer aufspielbar. Das ist natürlich dann für Panther besser. Dann Sturmsoldat, Geräte, also hier die Tarnung geht dann Raketenwerfer, Guerilla, Schadenswiderstand, Medizinbeutel, Adrenalin, Sofortheilung. Okay, Sofortheilung ist auch geil. Überleben, Wirtschaft. Hochwertige Waffen, okay, das ist auch gut. Taktiken, Rückholspezialist, technische Technikbeschleunigung. Weiß noch nicht, was das heißt. Für jeden Kill Sofortheilung. Spezialobjektträger. Kapazität, okay. Hier ist Scharfschütze. Rissen die Hölle. Reichweite und Genauigkeit, das ist natürlich gut. Drohnenrollen, das ist natürlich auch cool. Schaden an Drohnen. Headshots. Genauigkeit, Handhabung. Und kontrolliertes Atmen. Aufklären. Wir brauchen unbedingt aufklären. Nein, ich will hier zum Aufklären, also das ist geil. Das ist auch super. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. EP gewinnen. Noch eine Drohne. Ja, das wäre halt auch super. Das Automatische, also das ist schon praktisch. Gut, ja, da gibt es einiges. So, gut. Dann schauen wir mal weiter. Wie weit ist es? 400 Meter. Ja, das gehen wir zu Fuß, also nicht mit dem. Wir wollen ja keine Aufmerksamkeit erregen. Wir müssen ja jetzt sneaky peaky schauen, dass wir so viele
von unseren Freunden herholen. Genau, nochmal wegen dem Ruckeln. Ich hoffe wirklich, dass die Aufnahme jetzt ein bisschen besser läuft. Aber, also ich, wie ihr seht, ich habe die Grafik schon sehr runtergedreht. Also ich habe eigentlich einen ziemlich guten PC. Beziehungsweise ich benutze den PC von meinem Bruder. Und der ist eigentlich schon mal richtig gut. Aber trotzdem, also irgendwas hat hat OBS nicht gepasst, deswegen muss ich hier das auf so low spielen, damit es eben ein bisschen geht. Also ja, ich hoffe, ihr könnt es verstehen. So, da strengt ihr mal ein bisschen. Oh, so, da sind jetzt zwei Leutchen. Das sind antike Dinge. Ja, okay. Kannst du da hoch? Ja, gut. Super. So, die nehme ich gleich noch mit. Ein bisschen von oben. Weiter. Okay, wo ist der andere? Weißt du was, ich mach das im Nahkampf. Also nicht Nahkampf, sondern nicht Sniper. If anyone survived that crash, they must be in real bad shape right now. These guys are supposed to be legends. I can't believe that we took them out so easy. Those wrecks are sick. You see them blow? Come to my island, man. Nothing could have survived that shit. Shit. Shit, shit, shit. Ja, dann haben wir eben halt doch Nahkampf gemacht. Hm. So, mal schauen, was für eine Waffe da drin ist. Ah, nur Credits. Okay. In Ordnung. So. Gut. Your Island, ne? So. Da fehlt die Krone gerade. Ja, die Texturen laden gerade sehr langsam. Oder die wurde einfach abgeschnitten. Aber anscheinend, ist das richtig so? Naja. Gut. Was ist hier denn? Ach krass, dann sind das wirklich alte Ruinen von so einem Indianerstamm hier. Ich dachte, das wäre einfach, ja, so ein ganz normales Dorf mal gewesen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Die Karte, die hat jetzt auch endlich, so Höhenmarkierungen. Das ist super geil. Super gut. Warte, 1,5 Kilometer. Ach so. Ja, ich sollte vielleicht mal drauf achten, ne? So, dann schaue ich mal, dass ich ein ja, okay. Sie will da. Ah, jetzt halt. Komm, hoch. So, dann schaue ich mal, dass ich vielleicht sogar hier hochkomme. Zu den Fragezeichen. Ich glaube, die sind ein bisschen näher. Warte mal. Ah, verdammt. Nee, ja, okay. Ist gut, ist gut. Ja, komm.
Vielleicht mit Anlauf. Ah, wer sagst du? Oh, ich bin erschöpft. Kann ich irgendwo verstehen. So. Ja, hochbacken bringt auch nichts. Wir spacken den Kakao. Dann hätten wir uns wirklich so ein Auto von da drüben holen können. Aber ich sehe da drüben schon ein Auto. Also da werde ich mal ausprobieren, ob wir da. Vor allen Dingen, da ist. Oh, da ist auch noch eine Kiste. So. Oh, wir können Blumen pflücken. Sehr schön. Dann pflücken wir hier mal Blumen. Ist sehr angenehm, dass man hier nichts nichts drücken muss, um irgendwas einzusammeln. Super. Okay, hier scheint wirklich niemand zu sein. Aber da drüben sind welche. Jawohl, ist hier die Truhe. An sich stehe ich gerade auf einer Truhe. Vielleicht ist hier so eine Höhle? Nee. Hä? Okay, warte, ich gehe mal nach da. Hier ist auch ein Fragezeichen. Oh, da unten. Ja, nee. Wir werden ja beim Originalspiel bisschen mehr hier uns umschauen und jetzt werden wir einfach nur schauen, dass wir hier ein bisschen rumkommen. Also mal schauen, wie weit die Beta überhaupt geht, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Da ist jemand. Da vorne ist jemand. Da gehe ich jetzt mal hier zu den fetten Felsen und schaue mir das Ganze an. So. Ah. Das sind nur vier, ne? Bisschen doof, dass man, wenn man zielt, nicht gehen kann. Also nicht rutschen kann. Das ist ein bisschen nervig, aber egal. Quack, 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 quack. Das ist immer so dunkel, wenn man in einen Farm geht. Look for blood trails. We may have survivors. Who am I kidding? Ja. Poor bastards never stood a chance against our defenses. Okay, wenn der sich umdreht, könnte ich die beiden erschießen. This place. If they're out here, they won't last long. What type of machines do they build here? They must be huge. Okay. Ah, die schauen sich immer gegenseitig an. Das ist ein bisschen unpraktisch. This is insane. There's body parts everywhere. I saw an arm. By itself, an arm. Survivors, my ass. Who could have survived that? Don't ever count anyone out. Look for blood trails. If anyone's alive, they may have crawled into the bush. That crash didn't kill him. The swamp sure did. Ja, das war unsauber. Aber ja, ich glaube, besser hätten wir das nicht. Besser hätten wir das schon machen können. So, gut, da haben wir
Ne paar neue Handschuhe. Plus 9. Okay. Ja, jetzt vorbestellen, was glaubst du, was ich gemacht habe? Gut, dann werden wir kurz die Truhe holen, würde ich sagen, weil die ist gleich da. Und dann werden wir weiterfahren. Und dann mal schauen, was es als nächstes gibt. Oh nein, das ist wieder so eine Höhle im Untergrund. Oder? Oder ist die irgendwo... Oh, oh. Okay. Nee, wir rutschen nicht. Wir gehen ganz zivilisiert runter. Ach, krass. So, dann schauen wir mal, was hier drin ist. Eine Hose. Eine neue Hose. Was war sonst hier? Eine Karte? Was sonst? Was ist das hier? Egal. So, dann eine neue Hose könnten wir gebrauchen. Wir gehen mal hier raus und ziehen uns hier draußen um. Nomad plus 12. Super. So, und jetzt werden wir mal schauen, was der gelbe Punkt bedeutet. So, also Ausdauer haben wir echt nicht viel, ehrlich gesagt. Aber. So, und dann fahren wir mal Richtung gelben Punkt. Das ist auch so ein fetter, gepanzerter Truck, ne? Voll geil. Bedeutet das jetzt eigentlich, also, dass die... Wahrscheinlich auch da... dass die Bösen, die schwarzen Ghosts, sage ich jetzt mal, dass die Insel jetzt übernommen haben oder gerade anfangen, die zu übernehmen, weil die haben ja auch so gerade, ja, oder die Gespräche sind ja auch die ganze Zeit so, ja, die Insel ist voll scheiße oder die ist ja riesig. Und so weiter, dass die halt auch nicht hierher gehören, sondern einfach nur... Sondern einfach nur hier jetzt eine Invasion gestartet haben. Könnte sein. Oh, Helikopter! Das werde ich auf jeden Fall jetzt wieder benutzen. Also wenn wir irgendwie hier wieder rauskommen. So. Das ist mal ein cooler Vorhang. Oh. Hey. Stop right there. Who are you? I was invited. Who the hell are you? Another one. You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense, you know? Just watch how you handle that weapon. We don't allow shooting in Erewhon. Now what's Erewhon? The cave, so we call it. Get in. Die vertraut denen aber sehr schnell. Oh. Hey. Na, wie geht's dir? So, Spielerinfo. Spielerkarte. Die Spielerkarte ermöglicht es, mit anderen Spielern zu interagieren und deren Werte anzusehen.
Sie können die Spielerkarte von jeder Person in Erwon, einem Biwak oder eine Lobby-Seite ansehen. Spieler, die sich in Erwon oder Erwon um den Kontrolltisch versammeln, sind momentan nicht verbunden oder außerhalb von Erwon, aber ihre Spielerkarte können sie sich trotzdem ansehen. Gut, das ist genau auch ein Ghost. Alter, der hat einen geilen Sniper. Uiuiui. Statistik, Modifizierung. Okay. Hä? Wo ist er hin? Hä? Oh nee, oder? Warte mal. War das gerade ein NPC? Oder war das ein echter Dude? Weil ich hoffe nicht, dass das ein echter war. Weil ich spiele eigentlich immer nur Singleplayer. Weil ich die Geschichte selbst spielen will. Weh, das war ein echter. Aber ich glaube schon, oder? Oder ist der einfach nur... What is this place? Nein, oder? Okay, das finde ich richtig kacke, ehrlich gesagt. Ich finde, sowas zerstört immer voll das Singleplayer-Ding. Ja, fuck. Are you boys alright or what? We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Can you believe this place, man? Goddamn. My mind's blown. Mm-hmm. Yeah. I'm their friendly, more or less, but they're still keeping us on a short leash. You boys know what took out our birds. No clue. But there are definitely hostiles out there. Tangled with some troops out there who are calling themselves wolves. You know who we're dealing with? Now you're dealing with me. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, I assume you mean the massively wild screw-up. Hey, old man. You playing nice? I'm just trying to find out why a bunch of grunts are falling from the sky into our laps, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago of Aroa went dark. Now, we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, our choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Mia. Best we can tell, some kind of military takeover. Sentinel, military contractors, they put this place under martial law, using the old boot in the neck technique to enforce it. Skeltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia J-Skel advertised. Where can I find J-Skel? The head of Skeltech himself. Mm. We haven't seen him. But his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? I'm just not sure why. All right. Well, I'll put figuring it out on my to-do list. For now,
Cassie are wounded? Yeah. One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah? And then come find me. I'll give you the guided tour. Jo, gut. Wir haben Kompressor, warte, Schalldämpfer. Standardmündung. Was? Hochschlag des Laufes, verstärkt die Mündung. Gut. Zieloptik. Neu. Ticks mit stärkerer Vergrößerung. Das ist natürlich nice. Okay, warte. Warte, dann schauen wir mal hier. Kann ich mit dem irgendwas machen? Irgendwie auftunen? Warte mal. Nee. Ausrüsten? Warte. Ah, hier. Nee. Warte. So, genau. Aufwerten. Ah, So, hier, jetzt hat's. Da können wir doch sicher was. Ah, genau. Also links sehen wir dann. Für große Entfernung mit Mehrfachskala. Mit stärkster Vergrößerung. Große zum Wechseln umschalten. Okay, dann haben wir das da. Okay. Gut, wir hätten jetzt, wir könnten PvP machen, aber das mache ich never ever. Warte, ja, das stört mich gerade sehr. Gut, Fraktionsanführer. Gut. Ghost War, PvP, also da ist das für PvP. Naja, okay, also solange es draußen keine anderen Ghosts, also keine anderen Spieler sind außer mir, ist es in Ordnung. Aber, ja, naja. You heard from Samuel? Not since last week. I'm sure everything's fine. Fine. Last time I saw him, he was stomping through here like a goddamn hurricane. Well, that doesn't mean anything. Hello, stranger. Aufklärungsdaten zum Sammeln auswählen. Und jetzt? Hi. Relax. No need to be afraid. Und jetzt? Aufklärungsdaten zum Sammeln und Couldn't help but overhear. There's some kind of problem? We're not sure. Our friend Samuel's missing. A homesteader? Yeah, used to be. Before he decided he'd rather live by himself. No great loss, if you ask me. He likes catching his own food. Says it keeps him closer to nature or something like that. And then he gives the furs and leftover meat to the camp. Never takes anything in return. I don't get it. Sounds like he knows how to take care of himself. Last week, he was down here hollering about running into a bunch of sentinels on his land. They said they carried away a couple of deer he caught, smashed up his traps, and then...
This week, nothing. Samuel's always had a temper, but in this place, these days, you say the wrong thing to the wrong person. Well, you know. Yeah, I know. Hey, where are his usual stomping grounds? He's typically around to the southeast of Garden Mangrove, northeastern part of Gairam. I'll see if I can find him. Thanks. Thanks. I owe you one. So. Wieso sag ich meine eigentlich danke? Fraktionsanführer. No man. How are you? Missing the comforts of home. Otherwise, not bad. Don't let those comforts control you. Listen, I've been tied up with some personal business, so I was hoping you would do me a favor. Sure. What's up? Rumor has it some old dog tags turned up just west of Howard Port. The fellow who discovered them said he found them on a skeleton out in the woods by a bombed-out old Jeep. He didn't want to disturb the remains out of respect. Thing is, I think they belong to a Cold War buddy of mine. Cal was a good soldier and an even better friend. He saved my life half a dozen times. Sad we lost touch over the years and... Well, I'd just really like to know what happened. I get it. We've both buried our share of friends. I'll check it out. I suggest searching just north of Grove's Pond. Shouldn't be too tough to find. It's near Gordon Slough over in the Sinking Country province. I'm on it. So, Geister der Vergangenheit. Uiuiui. Ja. Jetzt schauen wir mal nach unseren, machen wir nicht. Nächstes Mal schauen wir nach unseren Verbündeten. Mal schauen, wahrscheinlich sind die zwei, die wir getroffen haben, jetzt in unser Team und er ist dann der vierte. Wahrscheinlich wird es so sein. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.